Der Soldat will nicht mehr leben. Er will tatsächlich mit Luftbomben Fische sprengen. Bereitet sich darauf vor, im Fluss Fische zu sprengen und zu grillen. Major hält eine Luftbombe leicht in den Armen. Hört nicht auf den Rat des Vorgesetzten. Er will die Bombe selbst entschärfen, um Fische zu sprengen. Will vor anderen Offizieren seine Fähigkeiten zeigen. Major öffnet die Bombe vorsichtig. Die Offiziere haben bereits begonnen zu feiern. Nach einem Schluck Wein drängt der Vorgesetzte den Major, sich zu beeilen. Der Major macht sofort gute Miene. Wirft die Luftbombe in den Fluss. Aber nach 10 Minuten. Die Bombe explodiert immer noch nicht. Der Vorgesetzte verspottet sofort den Major. Hast du den Zünder nicht entschärft, bevor du sie weggeworfen hast? Egal wie der Major erklärt, die Offiziere verspotten ihn immer noch. Ein befreundeter Offizier will helfen, wird jedoch entschieden vom Major abgelehnt. Befiehlt den Soldaten, eine weitere Luftbombe zu holen. Erneut öffnet der Major die Bombe, sagt, dass diesmal sicherlich ein 100 Pfund schwerer Fisch explodieren wird. Vier Offiziere warten still, drängen den Major, keine Angst zu haben. Schnell, der Major wirft sofort die zweite Luftbombe. Die Bombe fällt in den Fluss, spritzt auf, aber wieder nach 10 Minuten explodiert die Luftbombe immer noch nicht. Der Vorgesetzte ist unzufrieden, glaubt, der Major habe den Zünder überhaupt nicht entschärft. Stimmt dann mit den Händen ab. Der Major soll in